Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Toro. Ich bin jetzt schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich habe schon einige Komponenten jetzt montiert. Ich musste noch ein paar Teile nachkaufen. Es ist furchtbar, alle paar Tage bestellen wir hier neue Teile für den Toro, weil hier und da immer noch ein Teil fehlt oder ich mich doch entscheide, noch das ein oder andere Teil jetzt zu erneuern. Nach dem Motto, wenn ich jetzt schon mal den Toro einmal komplett neu durchsaniere, dann soll auch alles, was halbwegs bezahlbar ist, ersetzt und repariert und erneuert werden. Boom, boom, boom. Die haben hier... Oh, Dreck. Die haben hier die Löcher mit lackiert, was natürlich gut ist, aber jetzt passen die Bolzen nicht mehr richtig rein. Also ich muss die ein bisschen ausschlagen, damit nachher die neue Stange vernünftig reinrutscht. Bam, bam, bam. Also, das heißt, der muss dahin, genau. So, jetzt der Zylinder drauf. Die Buchse, durchgefallen. Ja, das passt jetzt aber genau, ey. Drauf. Perfekt. Perfekt. Hier sind die kleinen O-Ringe. Denn diese O-Ringe brauchen wir jetzt, weil das hier ran muss. So. Ab. Und wie kriegt man jetzt den O-Ring da raus? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir überlegt, das mit einer Nadel zu machen. Einfach mit einer feinen Nadel die O-Ringe da rauszupulen. Jetzt habe ich mir eine schöne Sicherheitsnadel geholt. Und jetzt hole ich da diese alten O-Ringe raus. Uhuhu. Komplett platt der Ring. Wahnsinn. Neuer Ring. Meine Frau bestellt immer alle Ersatzteile für mich. Die beste Frau der Welt. Kein Dreck dran. Fertig. Ja, da seht ihr jetzt die Schraube. Hier habe ich mal wieder einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich hier den O-Ring nicht gewechselt, weil ich den nicht gleich rausgekriegt hatte. Jetzt darf ich das ganze Ding wieder öffnen. Oh Mann, ey. Was dreht der damit? Das wollte ich ja gar nicht. Wieso dreht denn der jetzt mit? Oh, Drama. Drama. Shitkram. Dreht der falsche mit. So. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich da jetzt noch den O-Ring raus? So was Blödes. Jetzt muss ich den hier ein bisschen wegziehen. Setzen. So. Zack. Da ist er. Da ist der O-Ring. Total platt. Oh! Total platt. Da muss ich jetzt genau gucken, wenn das Hydrauliköl wieder drin ist. Alle Dichtungen kontrollieren, alle Anschlüsse immer wieder kontrollieren. Wenn es das Hydrauliköl auf den Rasen läuft, ist der Rasen hin. Ich will das Hydrauliköl auch färben. Es gibt so rote Farbe. Das Hydrauliköl ist fast klar, fast durchsichtig. Das heißt, man sieht nicht so gut, wenn irgendwo ein Leck ist. Und da gibt es so Farbzusätze,
die kippt man ins Hydrauliköl rein und dann färbt sich das rot und dann sieht man halt ein bisschen besser. Obwohl rot ist nicht so schlau, ne? Vielleicht sollte ich grün nehmen. oder gelb oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mal gucken, was da gibt. Und dann sieht man halt eben besser eine Leckage. Ja, Hydraulik ist an der Stelle ein bisschen kritisch. Sonst sehr robust. Das Interessante auch an der ganzen Geschichte hier mit dem Toro ist, ja, ich mache den jetzt mechanisch komplett fertig. Alles, was ich von außen mechanisch, Buchsen, Lager, Gelenke, das kann ich alles reparieren. Was ich nicht reparieren kann, ist die Hydraulik selber. Wenn jetzt innen irgendwo in den Motoren oder in den Hydraulikzylindern irgendwas verschlissen ist, in der Pumpe was verschlissen ist, dann wird es kritisch. Dann wird es richtig kritisch. Also dann kostet das richtig, richtig viel Geld. Ich habe schon das Problem mit den Radmotoren. Da ist vorne dieses Zahnprofil total verschlissen. Also solange das nicht durchdreht, geht's noch. Aber das kriege ich auch nicht als Ersatzteil. Ich hänge nochmal hier so ein Foto rein. Da seht ihr nochmal ein Foto. Und das ist halt der Radmotor. Und da seht ihr das Zahnprofil. Wenn ihr mal vielleicht, liebe Zuschauer, liebe Rasenmäher-Fans, liebe Greenkeeper, wenn ihr vielleicht mal einen Radmotor für einen Toro Greensmaster für mich übrig habt, gebraucht, mit einem halbwegs erhaltenen Zahnprofil, ich würde mich wahnsinnig freuen. Das wäre echt toll, das wäre total cool. So, schauen wir weiter. So, wir haben jetzt relativ viel schon zusammengeschraubt von der Hydraulik. Ich will heute diesen Ausleger für die Lenkung wieder montieren. Mal schrauben wir jetzt zusammen. Okay. So. Unterlegscheibe. Den hier mal ein bisschen hochhalten. So. Genau. Wunderbar. Ja, wenn das mal richtig ist. Oh, muss so sein. Da ist die Buchse wieder rausgeschoben, ne? Ja, ja. Dreh mal. Das passt aber schon. Na toll. Nein! Oh Mann! Da seht ihr es nicht. Da! Da liegt er auf. Jetzt muss ich das Rad wieder abschrauben. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ach ja. Oh mein Schatz. Schatz? Ich heb mal an und du schiebst mal das Holz runter. Okay. Kannst du ein bisschen mithelfen, aber. Das reicht nicht. Das ist so einfach. So? Ja, gut. Ich bin aber dagegen geschoben, ne? Tille Ding. Ah! Ah, sehr schön. Perfekt. Yes. Wunderbar. Schubs. Sehr gut. Ja, das war wieder das Video für die ganz speziellen Rasenmäher-Freaks. Jetzt, kommt noch ein bisschen Hydraulik, dann kommt der Motoreinbau, ganz, ganz wichtig, der Motoreinbau. Ja, es sind viele kleine Schritte, die wir hier gehen müssen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!